Oh, echt viel mehr fällt mir dann spontan auch nicht ein. Aber nachdem wir jetzt hier nichts im ersten Raum haben, was es einen Hinweis gibt. Das ist jetzt gerade. Sagen, muss ich doch hier hoch. Moment. Jetzt wieder Fehler mache ich. Des Puppenspielers. Also leicht. So leicht fliegen. Ich hätte jetzt nicht so gut gerechnet, dass wir den noch mal treffen. Das Leben, Rina, aber nicht wirklich. Kriegen wir noch ein paar Pfeile? Brauchen wir auch nicht wirklich. Ja, dann kannst du dicke Bäume pflanzen. Kannst du noch irgendwas? Glaub nicht. Was halt fliegen. Woher glaube ich sogar noch besser als Medoli. Melody hat ja nicht so viel Ausdauer. Ich kann mich auch täuschen. Das wird gerade einfach nur so oder so. Bäume haben jetzt wirklich nur das Platzkiste gebracht. Die würden sich vielleicht ein bisschen mehr bringen. Aber scheinbar nicht. Okay. Ja, ich auch heute zu einfach zu erledigen.
Noch in der Pit ist da oben das Gitter sich verändert. Mal ganz kurz jetzt eine Lücke im Deckel. Oder auch nicht. Können wir noch zwei so Bäume pflanzen. So, ich gehe doch hier die Tür auf. Kann man das so bringen, dass irgendwas, wenn ich jetzt hier die Deppe verschiebe? Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Es wirkt ja schon so, als wenn da oben irgendwas versteckt wäre. Ja, okay, jetzt noch so ein Teil. Ach, mehr haben wir jetzt ja auch nicht. Vielleicht ein Weg zurück. Hier muss ich dann sicher durchbrechen. Verstehe ich gerade auch nicht ganz, was das hier ist. Oder wie ich hier hochkomme. Ah, gut. Brauche ich auch gerade nicht verstehen. Gehen wir aber weiter. Sonst irgendwas zerstückt? Nö. Ich muss mit Makori. Ein paar Bäume pflanzen. Ich glaube, dass das recht viel bringt, außer dass die Tür vielleicht aufgeht. Jetzt gehen sogar beide Türen auf. Okay, und Makoro wurde entführt und ich habe keine Ahnung wohin. Das ist jetzt natürlich doof. Warte, Franzol, ich bin hier. Oh. Zum Glück, dass er noch in die Morgen gebracht wurde. Ich glaube, das hat Cheese trotzdem. Okay, ein paar Rubine unten zurück. Ist jetzt nicht so wichtig.
Es weiß, wie kriege ich Makoro daraus? Ich brauche auch irgendwas Spezielles machen für. Nachdem da keine Lücke im Deck ist. Hoppla. Stimmt, ich gebe mir noch so ein paar Federn. Okay. Erstmal, dass ich selbst verschleppt wurde. Hingebracht. Einen feurigen Raum. Alles klar. Natürlich sind hier Gegner wieder gespawnt. Hat sich nicht ausgezahlt, die zu erledigen. Lass mich in Ruhe. Du Hans. Hier hoch. Das dürfte ja keinen Unterschied machen. Aber ich brauche hier mal Koro. Okay. Das hat sich jetzt eigentlich nicht ausgezahlt. Nehme ich natürlich gern mit. Haben wir da jetzt eigentlich schon wieder? Immer noch kein 30. Das wundert mich ein bisschen. Das wollte uns hier hoch befördern. Ah, das Problem ist, dass wir hier oben sind. Eigentlich nichts, was wir Gegner da leichter treffen könnten. Und dass wir zu der Truhe kommen. Das ist alles gewesen, oder was? Ups, ich glaube, dass der Part viel zu lang geht. Ah, ich habe den Leveren gerade direkt gefunden. Wie ist etwas? Ja, mache ich den Part zusammen noch. Weiß nicht wie lange. Noch ein bisschen länger und schneiden uns auseinander. Nicht das erste und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal, dass es so machen wird. Jetzt komme ich da nicht hoch. Jetzt muss ich wirklich nochmal zum Anfang zurück. Ja, nochmal hochklettern. Jetzt bräuchte ich ein bisschen mehr Magie. Gibt's da noch einen grünen Trank? Nachdem ich ja kein Glück beim Rasenmähen habe. Meistens zumindest.
irgendwie das bekommen, was ich brauche. Okay, nee, Moment. Das geht sich nicht aus. Na genau, das meine ich. Die Tentakel wachsen ja ewig nach, oder nicht? Wenn ich es noch recht im Kopf habe. Ich mag die Energie. Das ist ja auch ein Teil resettet. Die brauche ich. Dann nehmen wir mal den Weg. Sagen, ich habe ein bisschen mehr magische Energie. Mehr Glück haben wir auch bekommen. Gegner darf ich gerne in Ruhe lassen. Also, hätte ich voll sowohl von Herzen als auch magische Energie. Okay, so kommen wir auch wieder in den Raum. Na, hat mir das jetzt auch nicht geholfen, Makoro zu befreien. Süß sehe ich. Ist doch Makoro eigentlich befreien, oder nicht? Hm, hat man nicht. Ich habe erstmal Makoro hier in dem Dungeon nicht so wichtig. Wie es Medoli in dem anderen war. Spannend. Ich habe es einfach nicht verstanden, wie ich ihn befreien kann. Kann auch sein. Hier muss ich den richtigen Weg nehmen. Das war der falsche Weg. Und ich kann mich wieder zurückgesetzt.
Aber jetzt nochmal. Dann steig ich hier durch. Das wird dann Quest noch ein bisschen einfacher. Das ist ein bisschen einfacher. Greifen. Also kommen wir zu den zwei Kisten hier. Wo wir einen kleinen Schlüssel rauskriegen und das kriegen wir zu anderen. Ach, nichts. Beziehungsweise, die ist nicht vorhanden, solange ich die Gegner wahrscheinlich nicht erledige. Oder? Das ist zumindest gerade logisch. Die draufschlagen. Das auch. Ne, ich muss wirklich hier durchbrechen. Ja, keine Ahnung, wie ich da zur zweiten Kiste komme. Also, Schlüssel können wir einfach ein bisschen weißer. Sind genervt. Dann gehe ich hier weiter. Und komm direkt in der Falle. Beziehungsweise haben wir direkt den Zwischenboss. Wissen wir. Ich muss definitiv den als erstes ausschalten. Haben wir unendlich von denen noch.
So what's okay. Zu den Gegner. Aber warum sind sie anstrengend gerade? Trotzdem nicht wirklich schwierig. Das sind Enterhaken gefunden. Du kannst ihn dich festhaken lassen und dich dann an etwas heranziehen oder dich an etwas herunterlassen. Okay, also eine Verbesserung von Kreisabhaken. Mehr oder weniger. Nicht ganz. Weil ich es richtig verstanden habe. Beziehungsweise ein zweiter Greifhaken. Der natürlich auch nur an speziellen Objekten funktioniert. Aber na gut, dann würde ich sagen, wollen wir jetzt hier weitermachen. Und werde ich den Part an der Stelle auch schon beenden. Ich denke, ich habe was zu sehen. Lasst eine Bewertung, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr nichts das wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda: The Wind Waker wieder. Ciao.